Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir und damit ganz kurz zu einem Kommentar von der Martin. Gib doch mal Feedback zum Kreatin mit Geschmack. Findest du es erträglicher mit Geschmack oder hat es dich ohne damals gar nicht gestört? Und welchen kannst du empfehlen? Zu Beginn noch mal ein paar Infos zum Kreatin. Ich nehme einfach täglich 5 Gramm, so erstmal vom CreoPure. Kreatin Monohydrat mit Geschmack habe ich selber noch nie probiert. Das heißt, das erste Mal war das jetzt vor Bodybuilding Depot in Lemon Geschmack und muss sagen, das geht auf jeden Fall mega gut runter. Der Geschmack bzw. die Geschmäcker vom Kreatin sind generell nicht so intensiv, einfach weil man die täglich, also normalerweise Kreatin täglich nehmen muss und die dann irgendwann einem auf den Sack gehen, sag ich mal. Deshalb sind die nicht so stark aromatisiert. Das heißt, anfangs hat man nur so einen ganz leichten, ja, Lemon-Geschmack im Mund, sag ich mal. Geht auf jeden Fall mega fit. Und ich muss sagen, der Geschmack vom Lemon erinnert mich irgendwie übelst an ein Getränk, an ein persisches Getränk, was so eine Art Erfrischungsgetränk ist. Aber mir fällt einfach nicht ein, wie das heißt oder so. Aber das hat mich übelst daran erinnert und ja, schmeckt auf jeden Fall chillig. Ja, ansonsten zur Löslichkeit muss man sagen, da setzt sich ganz normal Kreatin ab. Also es ist, Kreatin löst sich ja nicht komplett auf. Muss man halt immer rühren beim Trinken. Also einmal rühren und dann runterschlucken und dann läuft das eigentlich immer. Es gibt aber auch anscheinend Instant-Kreatin-Pulver. Das heißt, das löst sich mehr auf. So wie die BCAs lösen sich ungefähr auf, für die dieses ja mögen, dass es sich komplett auflöst. Dazu Martin nochmal, findest du es erträglicher mit Geschmack oder hat es dich ohne damals gar nicht gestört? Ich hatte sonst immer ein Kreatin-Monohydrat ohne Geschmack, das gibt es natürlich auch ganz easy, dann habe ich immer den Löffel im Mund gemacht und mit Wasser nachgesprüht, hat mich überhaupt nicht gestört oder einfach in irgendwelche Post-Workout-Shakes reingemischt oder so, geht auf jeden Fall alles mega fit, aber ich finde es mit Geschmack mal was Neues, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, aber ja, beides geht auf jeden Fall fit. Ganz kurz Vor- und Nachteile vom Geschmack, also mit Geschmack, man hat Geschmack und der Nachteil ist nur, dass man, ja, keine Ahnung, so ein paar Prozent weniger Kreatin hat auf 100 Gramm, aber ich glaube, das juckt eigentlich niemanden und auf neutral hat man natürlich 100% Kreatinpulver, aber ohne Geschmack. Lange Rede, kurzer Sinn, das wird jetzt erstmal ausgetrunken. Und dann geht's auf zum Brusttraining mit meinem Krüppeldaumen. Dazu muss ich auch noch mal ein bisschen was sagen später. Und das erste Training nach dem Cheat Day. Warum, wieso, weshalb, warum, werde ich auch noch mal erklären oder erzählen. Auf jeden Fall habe ich übertrieben Bock auf ein geiles Brusttraining. So, ganz kurz klinke ich mich mal per Voiceover ein. Ich wollte nur mal ganz kurz was zum Brusttraining sagen. Und zwar war das einfach so ein, ja, bisschen Durchpumptraining, habt ihr gesehen, was ich so gemacht habe. Und dann habe ich jetzt hier noch diese Brustpresse gemacht, einfach weil nicht viel Gewicht ging, habe ich versucht, so langsam wie möglich die Negative zu nehmen. Also ihr seht es ja, ich habe auch sehr viele Wiederholungen gemacht. Und ich muss sagen, es hat mir echt gut gefallen, das Training an sich. Der Daumen hat da auch gar nicht so krass gestört. Ihr seht, der ist am Start so mit einem Verband zum Fixieren. War auch mega easy, aber ihr werdet im Laufe des Videos sehen, wie sich die ganze Sache entwickelt hat mit dem Daumen. An sich habe ich halt noch Arme trainiert, aber ich habe leider nur 2 Übungen am Kabelturm schaffen können oder machen können, weil der Daumen danach halt ein bisschen gestresst hat. Freie Übung ging gar nicht. Ich wollte halt noch Kurzhantel ein bisschen was machen, ging nicht. Ich habe halt nur hier Pushdowns am Kabelturm mit dem Seil gemacht, was noch ging, so 4 Sätze ungefähr. Und dann noch Bizeps Curls am Kabelturm mit der Setstange. Das ging auch. War ein bisschen komisch. Ich musste halt nur mit den 4 Fingern greifen und der Daumen hing da rum. Also an sich ging das Training fit, aber es war irgendwie, ja, jetzt nicht das beste, übergeilste Training, was ich jemals hatte. Aber konnte man auf jeden Fall machen, trotz des Daumens. Ja, viel Spaß mit dem restlichen Video und bleibt dran.
Das Training war auf jeden Fall in Ordnung. Ich habe Arme nicht mehr so viel trainiert, weil mein Daumen einfach nicht mitgemacht hat. Und jetzt geht's erstmal nach Hause, was essen. Ich habe übelst Hunger auf deren Magen, weil ich trainiere jetzt schon nachmittags fast. Und das hier ist meine Post-Blockout-Mahlzeit. Aus dem persischen Restaurant wurde mir mitgebracht von einer Bekannten von mir. Ich konnte leider nicht mit dabei sein, deshalb hat sie an mich gedacht und es mir mitgebracht. Vielen Dank dafür. Einmal Hähnchenfleisch, wie man sehen kann. Dann ein Hackfleischspieß hier, gegrillt alles. Und eine gegrillte Tomate und natürlich Reis. Und dazu gönne ich mir ein Glas Lipton-Eistee Sparkling. Richtig nice. Kann ich ehrlich empfehlen, falls ihr irgendwie mal was Neues sucht, falls ihr irgendwie auswärts essen geht oder so. Persisches Restaurant. Besonders in Großstädten gibt es ziemlich viel geile Restaurants, sag ich mal. In unserer Stadt gibt es jetzt nicht so was Geiles. Also falls ihr interessiert seid, kommentiert einfach und dann kann ich euch ja mal ein paar Tipps geben. Ich weiß halt in Berlin, was geil ist. In Köln kenne ich eins. In Kassel gibt es wohl auch ein richtig geiles. In Hamburg gibt es natürlich auch einige, aber da war ich selber vor Ewigkeiten. Auf jeden Fall gönne ich mir das jetzt richtig saftig. Und ich wollte ja noch ganz kurz was erzählen, warum ich nicht trainieren war. Ich habe es leider zeitlich nicht mehr geschafft. Ja, ich habe ja gesagt, erstes Training nach dem Cheat Day. Leider habe ich es am Wochenende nicht geschafft, trainieren zu gehen, auch wenn man jetzt sagen könnte, ausgehen oder so. Einmal aus dem Grund, weil es zeitlich ein bisschen knapp wurde und aus einem anderen Grund war halt, der andere Grund war halt mein Daumen. Ich hätte Schulter trainieren wollen müssen. Ach Mann, ihr wisst, wie ich das meine. Ein Schultertraining stand auf dem Plan und ich wollte irgendwie nicht. Ich weiß, dass ich Schulter ein bisschen schlechter trainieren kann, nur seitdem würde gehen. Und dafür extra ein Studio wollte ich auch nicht. Mein Daumen tut schon extrem weh. Ja, deshalb, da muss ich auf jeden Fall nochmal zu einem anderen Arzt, der das abcheckt. Und ja, erstmal gönne ich mir das Essen. Ich merke schon, mir fehlen wieder die Kalorien und mein Kopf ist gerade unterzuckert. Läuft. Eine Ewigkeit später. Was soll ich dazu sagen? Ich war Montagabend einfach so abgefuckt, dass ich keine Aufnahme mehr gemacht habe. Ich hatte einfach die übelsten Daumenschmerzen. Ich hatte das ja schon vorher gesagt, zum Training hin hatte ich auch schon Schmerzen, aber in der Nacht wurde es einfach viel schlimmer, also abends wurde es einfach dicker und in der Nacht auf Dienstag ist es einfach nochmal so richtig angeschwollen. Ich konnte auch die ganze Nacht nicht pennen und hatte dann auch noch Zahnschmerzen dazu, das war halt richtig, da kam wirklich alles zusammen. War einfach übelst blöd und ich hatte einfach dann gar keinen Bock mehr irgendwie zu filmen. Na, ich war auf jeden Fall nochmal bei einem anderen Arzt zum Glück, denn ich habe eine Schiene bekommen und einen MRT-Termin, leider erst am 5. Dezember. Ich weiß auch nicht, was mir das bringen soll, aber naja, auf jeden Fall muss ich die Schiene nachts tragen und ich habe das Gefühl, dass es auch viel besser ist mit der Schiene, wenn ich die nachts trage und vielleicht werde ich sie auch tagsüber ab und zu mal tragen, weil das tut schon echt gut. Und ja, mal gucken, wann die Schwellung zurückgeht. Dann gucken, ob die Schmerzen dann noch da sind oder ob die dann auch verschwinden oder weniger werden. Mal sehen. Auf jeden Fall übelst blöd einfach jetzt, wo alles so gut lief im Training. Also ärgerlich. Aber eigentlich wollte ich eine andere Sache ansprechen und zwar wollte ich nochmal auf den Cheat Day, der kam ja extrem gut bei euch an, habe ich ja schon gesagt oder ihr habt schon selber mitbekommen, hat schon knapp 4000 Aufrufe oder so und ja einige Daumen nach oben und viele Kommentare. Freut mich auf jeden Fall mega und was ich noch dazu sagen wollte, ich wollte nochmal so einen Preisvergleich machen, clean und Cheat-Ernährung, sage ich mal. Ich habe das mal so ein bisschen zusammengerechnet, ich habe so 50 bis 55 oder so, ich sage einfach mal so knapp 50 bis 60 Euro, also irgendwie dazwischen halt so, ja, plus minus 5 Euro, keine Ahnung, also um die 50 Euro, ich rechne einfach mit 50 Euro, habe ich am Cheat Day ausgegeben und das habe ich halt ausgerechnet, das waren ja 10.000 Kalorien, das kann man ja nicht für einen Tagesbedarf ausrechnen, dementsprechend habe ich das durch 3 geteilt, 3.333 Kalorien sind das ja dann so, also ungefähr so mein Tagesbedarf jetzt und da kommt man so auf ungefähr so im Schnitt 16 Euro, je nachdem, also wenn ich mit 50 Euro rechne, kommt man da ungefähr auf 16 Euro, paar zerquetsche natürlich für einen Tag, das heißt, ja, 3 Tage, 50 Euro, 16 Euro, Cheat-Nahrung, sag ich mal, jetzt so in Anführungsstrichen. Aber mit cleaner Ernährung, sag ich mal, also mit Reis, Gemüse, Hähnchen und so weiter und so fort, kommt man so, also ungefähr, je nachdem, was man isst, wie viel man isst, also auch so um die 3.500 Kalorien, kommt man so, je nachdem, wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie übelst teuren Steak kauft oder so nicht, aber wenn man so normale Sachen isst, auf jeden Fall so unverarbeitete Lebensmittel und von den Nährwerten viel, viel, viel besser als die Cheats, kommt man so ungefähr so bei 10 Euro am Tag raus. Und ganz grob nur. Da auch wieder plus minus ein paar Euro, wie gesagt, je nachdem, was man kauft. Aber man hat dafür einfach viel bessere Lebensmittel als diese ganzen Burger und Pizza und sowas. Also das ist zwar geil, auf jeden Fall mal so eine Pizza zu essen, aber wenn man es dauerhaft macht, ist es ja im Endeffekt von der Qualität her nicht so geil wie gesündere Nahrung, sag ich mal. Also so was mit Nährstoffen, viel Nährstoffen und so weiter und so fort, was der Körper auch braucht. Und deshalb habe ich das einfach mal, kam mir einfach so in den Sinn, eigentlich voll teuer so ein Cheat Day und dann dachte ich, okay, 50 Euro für 10.000 Kalorien, dann habe ich mir das so ein bisschen im Kopf ausgerechnet und dann halt so verglichen und dachte so, eigentlich sagen ja alle immer so gesunde
Ernährung, also gesund in Anführungsstrichen, ist immer viel zu teuer. Natürlich, wenn man alles Bio kaufen würde, ist es schon etwas, also um einiges teurer so. Aber ist es auf jeden Fall für die Qualität, die man bekommt, im Verhältnis zu dem ganzen Cheat-Zeugs viel besser, sag ich mal einfach so. Ich glaube, ihr habt verstanden, wie ich das meine. Also clean und Cheat, da muss man immer gucken. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie viel ihr im Schnitt pro Tag ausgibt, ungefähr, oder pro Woche, je nachdem, wie ihr das so im Kopf habt, für Ernährung. Und ob ihr jetzt so der Typ seid, der sagt, es muss komplett clean sein, oder eher so, if it fits the macros, das heißt, so 80% clean, so mit Nährstoffen, dies, das, und dann so 20% auch mal so ein Eis oder Pizza so gönnen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, Training ist erstmal nicht mehr drin, also auf jeden Fall kein Oberkörpertraining, Armtraining, sonstige Trainings, die mit dem Arm zu tun haben, sind auf jeden Fall erstmal nicht drin. Beine werde ich versuchen zu trainieren, ist ja auch kein Ding, also Beine kann man sich auf jeden Fall irgendwie trainieren. Ja, und ganz kurz zu den Zahnschmerzen, ich weiß nicht, was es ist, es könnte der Weisheitszahn wieder sein, der irgendwie so ein bisschen am Start ist, aber da muss ich auch auf jeden Fall auch noch zum Zahnarzt gucken, was der sagt, aber die kommen und gehen, also immer wenn ich was esse oder so, kommen die, sind die richtig am Start, und wenn ich dann nichts esse, jetzt zum Beispiel, habe ich die ganze Zeit noch nichts gegessen und ich habe noch keine Zahnschmerzen. Das ist irgendwie mega komisch, aber naja, man hat sowas mal, passiert halt einfach mal, und ja, auf jeden Fall wünsche ich mir eine gute Besserung, damit ich wieder trainieren kann, muss auf jeden Fall wieder sein. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video trotzdem gefallen, ich würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat, und über einen netten Kommentar, und wenn ihr mir eine gute Besserung wünscht, ich kann gar keinen Daumen mehr machen, ich habe auch eine Schiene drum. Wenn ihr mir eine gute Besserung wünscht, einen Daumen nach oben. Nein, Spaß. Also schreibt was in die Kommentare, und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Video.